Freunde, was geht ab? Motorlos ist wieder back am Start. Schöner Grüßer. Heute mal wieder am Spot, wer hätte es gedacht. Ja, Stefan ist leider nicht hier. Der ist gerade eben ein bisschen aufs Maul geflogen. Hat natürlich keiner aufgenommen. Aber stattdessen ist jetzt Kenny hier. Kenny und Justin und Jakob. Und meine Aerox ist sau laut. Ja. Und dieses. Ey, wirklich, ne? Ich komme auf dieses Federbein nicht klar. Ja, ich musste mein Federbein wechseln bei der Aerox. Ah, weil mir mein Federbein gebrochen ist, während ich ganz normal gefahren bin. Wollte halt zum Spot, ne? Und dann bin ich ganz normal gefahren praktisch und dann merke ich so, oh, das wird auf einmal hinten richtig weich und bounced so rum, ne, so wenn ich Gas gegeben habe. Also es hat auch so richtig nachgewippt noch. Oh Junge. Ein Grenzgänger. Es hat so richtig gebounced und nachgewippt. Und ja, im nächsten Moment, ne, ich wollte gerade die GoPro anmachen, im nächsten Moment, BAM! Und dann bin ich da über den Boden am Sliden, Alter, wie so ein Mongo. Ja, ne, kann ich euch mal ein Video einblenden, wie das dann aussah? Ne, da ist nämlich mein Federbein, die Feder rausgebrochen. Und jetzt habe ich das von meiner Booster drin. Und das Booster-Federbein, also ich kann es euch gleich mal zeigen, das ist auch kein originales mehr. Ist auch kein originales Federbein mehr. Es ist halt gelb. Keine Ahnung, von welchem Roller das ist. Das passt auf jeden Fall. Ja, warte, ich zeig's euch mal eben. Warte. Da, hässlich. Hey, was willst du eigentlich? Du kleine Sackratte, wenn du ein Problem hast, können wir auch rausgehen und es klären. Richtiger Sohn. Gerade einfach ohne Reden vor Wheelies gepult. Ja komm, mach mal hier! Justin immer noch mit seiner losen Sitzbank, ey, wirklich. Ich habe letztes Mal auch einen Vlog aufgenommen am Spot, aber da war es schon zu dunkel. Da ist im Justin auch noch sein Gaszug gerissen und da habe ich auch die Sitzbank gezeigt. Aber ich weiß gar nicht, ob man mich gerade versteht. Beide Roller so laut. Ne? Er geht jetzt vom Catwalk in den Stand-Up.
und passt auf jetzt, ich zeige euch gleich, wenn wir kurz anhalten, mal seine Sitzbank. Steck mal. Junge. Mann. Und da ist nicht mal ein Sitzbankschloss drin. Also das Ding könnte jederzeit eigentlich abfliegen. Auf gar keinen Fall. Also mit One-Hander, es geht mir einfach darum, dass ich bin noch nicht so mit der Aerox vertraut. Ne? Ich habe jetzt einen Monat oder so, ne? Klar, Wheelies gehen und so, auch auf ganz locker und Coaster auch. Und Justin fährt die Boost halt jetzt schon ein Jahr. Ne? Also erstmal noch ein bisschen vertraut machen mit der Aerox. Und dann kann man weiter überlegen. Mit Catwalks geht's bald los, weil ich habe hinten so eine scheiß Plastikabdeckung drauf von TNT. Ich habe mir jetzt aber einen Ori-Sitz. Nur Äpfel am Spot, ne? Seine Sitzbank. Thema gerade bin ich raus, ne? Keine Ahnung, was ich erzählt habe. Wer ist denn das mit dem Auto da vorne? Hä? Wer ist das? Der Kenny wird auch immer besser mit den Wheelies. Immer besser wird der Junge. Bremse ein bisschen zu viel drin. Ah. So, genau, der Jakob, der wollte mich auch mal, dass ich ein bisschen neben ihm fahre. Dass er mal sieht in dem Video, wie stabil seine... Ja, fahr doch noch weiter weg am in der Zickzack. Hallo. Bleib doch stehen, Mann. Genau. Ja, wie stabil seine Wheelies sind, gucken wir mal, ne? Hoffentlich fährt er uns nicht in die Karre. Genau. Das ist es. Yeah.
hinterher. Aber sah eigentlich ganz gut aus. Warte. Das ist ja kein Sprit mehr. Kein Sprit mehr? Ist irgendwie nicht ausgegangen. Ja, moin. Ja. Genau, das wollte ich noch ansprechen. Demnächst kommt ein Wheelie-Tutorial noch. Ich weiß nicht, wie gut ich das umsetzen kann. Ich werde das so gut wie möglich versuchen zu erklären. Und dann ist die Umsetzung halt bei jedem anders. Ne? Also ich kann es halt nur so erklären, wie ich es praktisch gelernt habe. Oh mein Gott. Oh, mein Arsch tut so weh wegen dieser Sozius-Plastikabdeckung, ne? Aua. Ja, ich würde erst mal sagen, das war's dann für den Vlog, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da noch so großartig erzählen sollte jetzt. Wie gesagt, das nächste Video wird dann ein Wheelie-Tutorial. Danach, denke ich mal, werde ich was über Container labern, irgendwie sowas. Würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal, fahrt vorsichtig, schreibt dem 1BikeLife1 alle mal gute Besserung auf Instagram, ist unten verlinkt, genauso wie bei mir, ne? Liken, kommentieren, abonnieren, so sieht's aus, Mitglied könnt ihr auch werden, 1,99 im Monat, da lade ich ein paar Videos hoch, ne? Die nicht jeder sehen soll. Also wenn ihr Bock habt zu abonnieren, könnt ihr gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Oh, schön beenden im Poster. Ciao. Soll ich crashen, dann crash ich nicht allein. Baby, reich mir die Sprite, ich bin mit Jungs still, I die, ja. Tut mir leid, dass ich hier nie will.